Was geht ab, Leute? Wir warten hier auf jeden Fall auf den neuen Shop. Ich wollte mich nochmal ganz kurz bei euch bedanken. Gestern war der Support real, nachdem dieses Event hier rauskam. Also Leute, no joke, das Halloween-Event ist bombastisch krass. Ihr könnt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare schreiben, würde mich persönlich jetzt mega interessieren, weil ich persönlich finde, es ist mal seit langem das geilste Update, was Fortnite je rausgebracht hat. Und ohne Witz, Leute, dieser Skin hier ist auch mega geil. Und danke an alle Leute, die jetzt hier mein Creator-Tag eingegeben haben, FRPZ-YT. Ihr könnt mir ja gerne mal, wie ihr halt etwas mit meinem Creator-Tag kauft, abfilmen und mir gerne auf Instagram schicken. Ich poste das Ganze dann in meine Story. Könnt ihr auch gerne auf Insta vorbeischauen. Jetzt warten wir aber ganz kurz darauf, Leute, und checken mal ab, was heute in den Shop kommen wird. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe mal, dass halt jetzt neben dem Deadfire-Skin noch weitere Skins hinzukommen. So, Leute, ich bin mega gespannt. Alles klar, Bruder. Alles klar. Schade Marmelade. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wir haben hier Deadfire-Skin, dunkler Splitter, sind beide mega geil. Also der Deadfire-Skin, no joke, anders krass. Also, Leute, das ist krass, no joke. Allein deswegen, das ist mega geil, meiner Meinung nach. Dann haben wir hier beispielsweise hier noch Dunkelsplitter. Auch eine richtig geile Spitzhacke. Ihr könnt selber sehen, die aktualisiert sich. Umso mehr Zombies ihr killt oder allgemein, umso länger ihr überlegt, umso krasser überlebt, umso krasser leuchtet das Ganze. Ich persönlich finde die Spitzhacke mega cool. Ohne Witz, mega geil. Dann haben wir den Emote aufgeweckt hier am Start. Passt natürlich perfekt jetzt zu der Halloween-Sache jetzt, die am Start ist. Beziehungsweise zum Halloween-Event kann man sich auch gerne geben. Aber ich mag irgendwie den Emote nicht. Keine Ahnung warum. Wir haben die Spitzhacke Glattrasur. Bin ich absolut kein Fan davon. Aber ich weiß, da draußen gibt es sehr viele, die den mögen. Aber ich, keine Ahnung, weiß nicht. Gefällt mir einfach nicht, Leute. Deswegen gehen wir mal weiter. Wir haben hier heute die Dominatoren bekommen. Und muss sagen, Leute, das hier ist ein super seltener Skin. Der war nicht so oft im Shop. Und das ist auf jeden Fall safe, Leute. Ihr kennt sicherlich den anderen davon, und zwar die, den männlichen, den Ben, den es hier noch dazu gibt. Und jetzt ist einfach hier diese nette Dame am Start. Ich kann euch gerne nochmal sagen, wie oft die jetzt hier so im Shop war, nur damit ihr so einen kleinen Überblick habt. Die war 13 Mal im Shop, aber das letzte Mal hat man es am August gesehen. Das heißt, es ist schon so einige Zeit her, dass die nette Dame da war. Ich persönlich finde die mega cool. Vor allem kann man das Ganze sehr gut miteinander kombinieren, mit den ein oder anderen Rückenaccessoires. Und es hat einen kleinen Seltenheitsfaktor. Beispielsweise der gleiche Charakter, nur als Mann, ist nicht mal ansatzweise so selten, weil er zigtausendmal mehr im Shop war. Aber Leute, schauen wir doch mal weiter. Wir haben hier heute totaler Nullpunkt bekommen. Ist, ja, nicht so mein Fall. Gefällt mir einfach nicht, deswegen werde ich es mir auch nicht zulegen. Wir haben Volksmusikfest. Also, naja, also bin ich auch nicht der Fan davon, feiere ich nicht, deswegen, ja, habe ich jetzt keine Lust mehr, das Ganze zu kaufen. Wir haben Hot Rod am Start, 500 V-Bucks, aber da bin ich auch nicht so der Fan davon, gefällt mir einfach nicht, Leute. Gerne könnt ihr die Videobeschreibung abchecken für super günstige PSN-Karten, die innerhalb von 2 bis 3 Minuten geliefert werden. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal in den Rettet-die-Welt-Modus rein. Und was ich jetzt gespannt bin, ich hoffe, dass im Rettet-die-Welt-Modus weiterhin die Totengräber am Start ist, denn ich habe die ganzen Punkte nicht zusammenbekommen. Also das Saisongold habe ich jetzt nicht geschafft, das Ganze zu farmen, leider Gottes. Aber ich hoffe, dass das Ganze trotzdem noch im Shop ist, weil das Ganze war auch mit der Hydro und mit allgemein allen coolen Sachen so. So, Leute, checken wir das Ganze mal ab. Okay, also, im Beutestore haben wir ein, es ist eine Falle-Lama. Fallen-Lama, feiere ich nicht, lohnt sich nicht, absolut wack. Und jetzt, oder? Bruder? Oh Mann, Leute. Scheiße, ihr seht, ich habe 752 Gold, die Totengräber ist leider weg. Ich habe es nicht geschafft, das Ganze mir noch zu erfahren. Wir haben hier auf der Seite nichts Besonderes. Ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, gönnt euch das. Auf der linken Seite wiederum waren jetzt die ein oder anderen coolen Sachen dabei. Also die zwei Sachen, mega nice. Also beispielsweise der Charakter hier, no joke, sieht mega cool aus. Und es ist ein AC, soweit ich weiß, ist das der beste zum Gegenständefarmen und etc. und hier und da und alles drum und dran. Und ja, das sieht nicht schlecht aus, ist jetzt ein bisschen schlichter gehalten, aber Leute, werde ich mir auf jeden Fall safe zulegen. Ist ein bisschen teuer, aber ich werde das Ganze schon irgendwie zusammenfarmen. Wir haben hier die Revolverhand Calamity bekommen. Calamity Skin kennt jeder von euch und die hat auch jetzt so, ja, neue Fähigkeiten, und zwar mit dem Revolver kann die gut arbeiten. Und ja, Leute, da kann man
denke ich mal, auch nichts falsch machen, wenn man sich den hier gönnt. Also da würde ich auch an eurer Stelle ein bisschen hingehen und wieder weiter Rette die Welt zuchten. So viel auf jeden Fall zu den ganzen Sachen hier. Das soll es aber auch schon hier mit dem Shop-Video gewesen sein. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Leute, lasst mir gerne mal einen Daumen da und schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was den Shop betrifft. Und jetzt würde ich mich dann verabschieden und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Leute, haut rein, geht mit dem Flow. Euer Fraps. Ciao.